Ja, willkommen wieder zurück. Heute wurde mir die Frage gestellt, kann ich ein Deutschland-Ticket über NextDB Navigator buchen? Ja, das geht und ich erkläre euch jetzt, wie ihr das macht. Und zwar gebt ihr eure Reiseziele ein, Hannover Richtung Hamburg als Beispiel. Das haben wir heute, das können wir stehen lassen. So, und wenn ich jetzt suche, kommen natürlich jetzt im Moment die ganzen ICEs. Das heißt, der Fernverkehr. Hier kann ich natürlich kein Deutschland-Ticket buchen über Fernverkehr. Also gehe ich wieder zurück. Das habe ich wieder die Ausgangsdaten. Hannover-Hamburg heute ab 13:28 Uhr. Und dann klicke ich zum Beispiel auf Verkehrsmittel. Hier ist ausgewählt nur Fernverkehr. Das klicke ich einmal an und gehe auf nur Nah- und Regionalverkehr. Und dann gehe ich wieder zurück und auf Fertig. So, dann gehe ich auf die Suche. Und ich suche jetzt für eine Person eine Fahrkarte. Ich möchte aber das Deutschland-Ticket buchen. Und das geht so. Ich muss jetzt eine Zugverbindung mal ganz kurz anwählen. Die erste hier fällt ja aus. Dann nehmen wir mal hier diese. Um 13:51 Uhr von Hannover ab 25 Euro. Das einmal anklicken. Und dann auf Angebotsauswahl. Jetzt werden die ganzen Angebote angezeigt, die ich nutzen kann für diesen Zug. Da haben wir das Niedersachsen-Ticket, eine einfache Fahrt, quer durchs Land-Ticket, aber kein Deutschland-Ticket. Das Deutschland-Ticket ist hier unten unter Zeitkarten-Abos. Das heißt, ich klicke auf den Pfeil. Scrolle nach oben und dort sehe ich dann das Deutschland-Ticket. Das ist dann ein Abo, das steht ja auch da. Das ist dann für Erwachsene und hier unten für Auszubildende, für Studierende und dann die ganzen Karten, die es hier so gibt, Schülerwochenkarte. Hier gibt es also noch die ganzen Monatsfahrkarten und so weiter. Naja, und hier habt ihr halt das Deutschland-Ticket. Das könnt ihr natürlich dann auch über diese App buchen. Wenn wir jetzt so Details machen, dort ist das alles nochmal beschrieben. Ach, das ist das Niedersachsen-Ticket, das wollte ich nicht. Ich wollte das, Moment, das Deutschland-Ticket, so, Details, so. Also 49 Euro und dann ist hier nochmal alles beschrieben, was das Deutschland-Ticket betrifft. Dann kann ich das auswählen, weil ich das kaufen will und habe jetzt einen Systemfehler. Super, gehen wir nochmal zurück. Dann klicke ich einfach mal hier rüber jetzt über Auswählen. Solltet ihr einen Systemfehler haben, geht zurück. So, und dann klickt man hier auf OK. Na, das Startdatum Ihres Abos wurde auf das frühestmöglichste Datum angepasst. OK. So, dann habe ich das Deutschland-Ticket. Es ist gültig ab 1.8. Also rückwirkend. Das ist natürlich doof. Hier kann man es dann noch ändern auf 1.9. Dann würde ich doch bis zum 1.9. natürlich erstmal anders fahren. Aber hier könnt ihr es dann kaufen. Also ab 1.9. soll es gültig sein. Und dann müsst ihr da die Personalien eingeben und dann das abschließen. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Also gehe ich wieder zurück. Buchen abbrechen. Ja. So. So findet ihr also die Möglichkeit, über diese App auch das Deutschland-Ticket zu kaufen. Wie gesagt, ganz wichtig ist hier Reisende. Nee, Quatsch, sorry. Hier die Verkehrsmittel auswählen und dann nur Nah- und Regionalverkehr auswählen. Und schon könnt ihr dann unten über die Abos das Deutschland-Ticket buchen. Wie gesagt, das ist ja ein Monatsticket und von daher geht das so. Ja, mehr kann ich jetzt zu diesem Ticket noch nicht sagen. Also solltet ihr Fragen haben, stellt sie gerne unten in den Kommentaren rein. Sofern ich sie beantworten kann, werde ich das tun. Ansonsten erstmal wieder sorry fürs Verhaspeln, aber es ist manchmal nicht so leicht mit den Videos, weil auch mich die App immer wieder überrascht teilweise. Und sollte euch das gefallen haben und die Erklärung ja, für gut befinden, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Reise. Bis dahin.